Servus Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, wir bringen heute ein bisschen Variation in meinen Kanal, denn wir öffnen hier in diesem Video zum ersten Mal drei Booster Packs zum Set Nacht in Flammen. Und ich muss sagen, Nacht in Flammen ist wirklich ein wunderbares Set, denn wir haben hier natürlich eine dicke Money-Karte hier mit Glurak GX in Rainbow, aber wir haben hier natürlich auch andere sehr schöne Karten dabei, über die ich mich freuen würde. Klar, Darkrai GX, Rainbow oder auch Gardevoir GX, Rainbow. Aber ich muss auch sagen, ein Wolverock, über das würde ich mich auch extrem freuen. Natürlich auch Rainbow, die Karte. Aber selbst wenn es nur das alternative Artwork ist von dem Wolverock, fände ich das schon ultra nice hier. Ich muss sagen, die Packs bzw. das Artwork auf den Packs sehen auf jeden Fall extrem cool aus. Ist auf jeden Fall, ja, beziehungsweise sind Artworks der schöneren Art, muss ich hier sagen. Aber ich weiß, ihr habt Bock zu sehen, was hier in den Packs steckt und ich natürlich auch. Und wie gesagt, drückt mir die Daumen, dass hier auf jeden Fall das gute Glurak hier drin ist in den Packs. Und weil Glurak natürlich ein Feuer-Pokémon ist und Ho-Oh natürlich auch, legen wir dieses Pack hier zur Seite und wir fangen hier mit diesem Pack an. Wir haben hier ein gutes, na, wie heißt es denn? Tapu Fini? Kapu Fini? Irgendwas in die Art. Es ist auf jeden Fall ein Schutzpatron. Aber ich muss sagen, ich verwechsel diese Pokémon immer. Deswegen nehmt es mir nicht übel, wenn ich hier die Pokémon bzw. diese Schutzpatrone mal falsch benennen sollte. Also, wir starten hier und öffnen das erste Pack. So, einmal zur Seite. So, Kartentrick ist am Start. Okay, und wir beginnen dieses Opening mit einer Unlichtenergie, einem Sonfell, einem Bromley. Das gute Zaplalek ist auch am Start hier. Dieses Artwork von, beziehungsweise dieses Pokémon finde ich so weird. Sieht irgendwie aus wie so ein komischer Aal in die Richtung. Velursi, natürlich, das erinnert sich natürlich hier an das gute Costurso, dass sich immer Jesse, James, Mauzi und die Pokémon schnappt und unterm Arm verschwindet hier an der Stelle. Pampuli auch. Ein Zapladin. Das gute Miraplas am Start. Ein Zwirlicht, ein Meryl in Holo. Muss ich sagen, wirklich auch schönes Artwork hier in dieser Wolloptik des Meryl darzustellen. Gefällt mir an der Stelle wirklich auch echt gut. Also hätte ich nicht gedacht. Und ein Zaplarang als Rare. Leider keine Holo. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und wer weiß, vielleicht ist uns das Glück ja heute hold gesotten. So, nächstes Pack. So, wir nehmen die Karte einmal beiseite. Gehen wieder den guten Card-Trick hier durch und hoffen natürlich auf was Gutes hier an der Stelle. Und eine Kampfenergie. Das gute Wohin genau, was natürlich auch immer mit Team Rocket unterwegs ist. Ein Rollum. Semon, wirklich auch ein sehr nices Wasser-Pokémon. Schon allein, weil ich die Weiterentwicklung von Semon, Cetraking, extrem nice finde. Gerade vom Typ Drache. Wasser müsste das sein. Eine gute Grabox hier wieder am Start. Mauzi, auch sehr schön. Sieht irgendwie ein bisschen aus. Na, jetzt fällt es mir nicht ein, wie diese Region heißt, beziehungsweise wie diese Küstenlandschaft in Santorini müsste das, glaube ich, sein. Gerade irgendwie in die Richtung, also Richtung Griechenland. Das gute Vegimak am Start. Ein Glibunkel, Badass-Pokémon hier. Darkrai in Reverse Holo. Sehr schöne Karte. Also Darkrai, muss ich sagen, ist auch wirklich ein extrem cooles Pokémon. Ja, ihr wisst, Nachtara wirklich mein Favorite Pokémon hier.
bildet natürlich auch hier mit Darkrai eine Tag Team GX-Karte im Bund der gleichgesinnten Set. Und deswegen muss ich sagen, mag ich Darkrai auch wirklich sehr. Und ein Psiaugon. Sehr schön. Aber diese Karte hier von Darkrai, die folieren wir einfach mal noch schnell ein, weil ich muss sagen, die gefällt mir wirklich sehr gut. So, ho-oh, mein Friend. Lass uns hier jetzt nicht im Stich, sonst werden aus dir Chicken Nuggets gemacht. Okay. Und das gute Set will hier auch nicht aufgehen. Zumindest nur unter erschwerten Bedingungen. Hoffentlich verbirgt sich ein Schatz drin. Oh, es wäre so geil, wenn wir dieses Glurak ziehen würden. So. Sehr schön, eine Feenenergie. Wäre natürlich auch ein dicker Hit, wenn wir die in Gold ziehen würden. Oder die Bodybuilding-Hanteln. Gibt es beides als Secret Rare in diesem Set? Wieder das gute Seemon am Start. Ein Duflor. Zwirrlicht, wirklich in einem sehr ulkigen Artwork hier. Ein Iskalar. Sehr cooler Tintenfisch. Wieder das Velosi. Ich glaube, das hatten wir jetzt in jedem Pack mit drin. Scrubbox. Hatten wir es auch in jedem Pack? Ich weiß es nicht genau. Ein Bubungus. Fancy Pilz hier an der Stelle. Nochmal das Iskala, diesmal in Reverse Holo. Und jetzt drückt die Daumen, dass wir einen dicken Hit haben. Und wir haben ein Krawell, die Weiterentwicklung hier vom guten Krabox. Leider war es uns nicht vergönnt, hier irgendwie eine Rainbow-Karte oder irgendwas anderes zu ziehen. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Ich habe natürlich noch ein paar von diesen Packs da. Deswegen wird da auf jeden Fall die Hand auf eine gute Karte weitergehen. Und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, also falls euch das Video gefallen hat, dürft ihr es mir gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Falls ihr mehr Content von mir sehen wollt und kein Video mehr verpassen möchtet, dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren bzw. die Glocke dann auch aktivieren. Und solltet ihr Interesse haben, auch mal in meinen Streams vorbeizuschauen, ja, da machen wir eigentlich alles Mögliche, also auch TCG-Openings oder wir sprechen allgemein über das Pokémon Trading Card Game bzw. über die Karten, sprich Marktanalyse etc. Oder auch, was jetzt der beste Einstieg für Beginner ist bzw. für Leute, die jetzt mit dem TCG einsteigen möchten. Dürft ihr gerne in meinen Streams vorbeischauen. Diese werden immer natürlich auch vorher angekündigt, auch hier in meinen Videos. Und ja, was kann ich noch zu sagen? Mein Twitch-Account verlinke ich wieder wie gewohnt unten in der Beschreibung und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, tschüss, ciao und ade und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend.